Hallo und herzlich willkommen zu Ehrensenf, dem Original. Zu Beginn möchten wir darauf hinweisen, dass das nun folgende Programm unser eigenes Werk ist und wir es ganz ohne fremde Hilfe erstellt haben. Darauf geben wir euch unser Ehrenwort. Ganz ehrlich! Schließlich haben wir eine vollständige Tastatur verwendet. Nicht diese ergonomische Gutenbergsche Spezialanfertigung mit nur wenigen Tasten für effizientes Kopieren und Einfügen. Oder eine von diesen vielen Plagiaten hier. Die Dinger gehen ja weg wie warme Doktorarbeiten. Schon wieder Gutenberg. Wir können es ja selbst auch kaum noch hören. Aber jetzt, wo seinem Fachbereich der Nachwuchs wegbleibt, muss er sich ja ganz anderen Herausforderungen stellen. Ja, es will ja keiner mehr zum Bund. Freiwillig. Die Franzosen sind uns da um Lichtjahre voraus. Noch im hohen Alter kämpfen sie wie die Jedis. Vielleicht nur halb so flexibel wie Yoda, aber dafür auch nur ein Drittel so alt. Ach, mit 67 noch am Lichtschwert dienen. Und dann im Kampf um afghanische Rebellenstützpunkte für die dunkelgelbe Seite der Macht sein Leben lassen. Das wäre doch eine echte Perspektive für unsere deutschen Bundeswehrsenioren. Dass man sich mit echten Star Wars Fans lieber nicht anlegt, scheint dem Macher dieses Desktop-Hintergrundes im Übrigen völlig egal zu sein. Er demonstriert hier beispielhaft, wie man gleich drei Fangruppen auf einmal dupiert. Na, wer findet alle raus? Das wiederholte Verwerten von Rohmaterial ist inzwischen ja sogar so beliebt geworden, dass es einen denglischen Begriff dafür gibt. Recycling. Und dass sowas nicht immer schlecht sein muss, beweist eindrucksvoll der spanische Mönch Justo Gallego Martinez. Der inzwischen 85-Jährige arbeitet seit 5 Jahrzehnten fieberhaft an seiner Einmannkathedrale, die er größtenteils aus gespendeten Reststoffen und Müll anfertigt. Das Recycling von Ton kennt man aber nicht nur von den Bauten verrückter Mönche. Man findet es auch regelmäßig auf einschlägigen Videoplattformen. Das geht leider nicht immer so gut aus wie beim slowenischen Chor Perpetuum Jazile und seiner beeindruckenden Version des Toto-Klassikers Africa, sondern endet oft im schmerzhaften Katzengejammer, wie in diesem hier ironisch gemeinten Karaoke-Verbrechen demonstriert. Wer 3 Minuten und 15 Sekunden lang durchhält, wird mit einem grandiosen Tonartwechsel, belohnt. Dabei muss man Ton ja gar nicht immer klauen. Was dem KT zum Beispiel bei seinem Gang nach Berlinossa gut getan hätte, wäre frenetischer Jubel gewesen. Auf freesound.org findet man dafür etliche stimmungsvolle bis nahezu rasant enthusiastische Soundschnipsel. Oder soll es lieber eine akustische Untermalung seiner zukünftigen Ministerlaufbahn sein? Das war Ehrensenf, das Original. Ich bin Flo und im Hintergrund das Klackern, das ist Hongkong Kuba. Tschüss! Wir haben uns gerade erstmals im Hinblick auf irgendwelche abstrusen Plagiatsvorwürfe mit unserem Sendekonzept beschäftigt. Und wir haben entschieden, den Titel Ehrensenf in Zukunft vielleicht nicht mehr zu führen. Wir stehen aber zu dem Unsinn, den wir hier produziert haben.